Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Wieder ein neuer Tag. Wieder ein Tag, wo ich ein bisschen umdekoriere. Kann man den Fernseher auch benutzen? Nö. Okay. Moment mal. Alles schwer ist jetzt hier nicht mehr in der Kommode. Gut, springt die Happy wieder um? Nein, heute nicht. König der Soßen. Neues Rezept. Riesensalat, okay. Wahrsager. Leicht verstört, oje. Was macht Abby heute? Okay. Ja, mach du das. Ich habe bis jetzt noch nie gesehen, dass sie irgendwie was umgeändert hat, ganz ehrlich gesagt. Na gut, vielleicht kommt es ja noch. Ich bin echt gespannt, dann das erste Mal mal Wein fertig ist. Bis jetzt haben wir ja nur... Ach, warte mal. Mal ganz kurz hat man gesehen, welche Farbe die Sterne hatten. Da kann man auch ein bisschen schauen, wie weit das wäre, aber ich sehe es halt nicht, weil die Zahlen davor stehen. Na gut. So, Farm aus, ja. Geh mal raus. Nachricht haben wir nix. Dann schaue ich mal kurz hier rein, wie es hier aussieht. Gibt's auch nichts Neues. Ich bin at least ready. Ready for takeoff. Ja, und ich habe anscheinend festgestellt, so wie ich beim Schwaben-Let's Play gesehen habe, dass man durchaus nur einen Feldabstand haben kann. Aber ich habe auch gedacht, wenn der so viel Platz braucht und der so viel Platz, die sich miteinander verhakt würden. Weil ganz ehrlich gesagt, die kommen ja eigentlich dann ineinander rein. Aber anscheinend stört das sie dann nicht mehr. Das funktioniert anscheinend auch. Wenn man hier das sieht. Really. Echt? Sie ist echt ein Baum zwischengesetzt, ich glaub's doch nicht, ey. Hier die Bäume wachsen. Wie Unkraut, ey. Soll ich weghauen, wo es da so klein ist. So. Auch der Baum, der kam auch hinzu hier. Der Baum war gar nicht hier. Ich werde ein bisschen kurz das Zeugs hier. So, bis ich das ganze Problem gelöst habe eigentlich. So, gut. Okay. Hier werden wahrscheinlich etliche Pfirsiche drin sein. Wie auf jeden Fall die ein paar. Aber ich glaube, der wird noch ewig dran sein. Wenn ich sehe, wie viel der drin hat, der kann sich das halbe Jahr sich hier durcharbeiten, ey. Sieht auch eh so ein Kompott, habe ich manchmal das Gefühl. So. Hier bewegt sich immerhin was. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück, verkaufen wir die Waren, die wir bis jetzt schon aufgenommen haben. Wir können ja eh nicht mehr viel sonst tragen. Okay, also. Blumenkohl. Okay. Zack, zack, zack. Käse. Das so. Das war's also schon wieder. So viel war's dann wieder gar nicht im Endeffekt. Wenn man es mal so sieht, naja. Gut, ja. Okay, jetzt müssen wir die ganzen Hühner mal zusammentragen. Oh je, Blumenkohl ist auch reif. Okay. So. Wenn ich hier durchkomme, ist echt ein Zeichen, dass ich mit der Haken mich rumschlagen muss. So. So. Dann schauen wir mal bei euch in die Bude rein.
Okay. Da ist anscheinend wieder ein schwarzes Huhn geschlüpft. Ich werde jetzt nochmal eins ausbrüten gleich mal. Ich weiß auch gar nicht, wo eigentlich die Grenze liegt. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt ein Ei ausbrüte und dann ist kein Platz hat in der Scheune? Was passiert dann? Weiß das jemand? Das könnte durchaus passieren. Mal lesen mitnehmen. Dann würde hier nichts mehr gehen, ne? Okay. So, ich glaube, alle Bahnen sind jetzt eingefroren. Ich werde ein bisschen was hier, kann auch noch ein bisschen was sein, genau. Das war's dann vorerst mal. Die ganzen Bahnen kommen jetzt vorerst mal nicht, müssen wir die Erfahrung gehen. Wach. Und hier schlüpft auch ein Ente aus. Okay. Das hässliche Entlein ist gerade geschlüpft. Wo? Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Am Ende kommt ein Schwan raus. Sehr gut. Also den Stall kriegen wir auch voll mit der Zeit, ohne Geld auszugeben. So, voilà. Gut, meine es läuft. Was denn cool ist hier drüben, ne? Okay, in ein Hase humpelt jetzt gerade. Das ist ein Hasenpfot, habe ich dann eingesammelt. Schauen, ob ich sie finde. Oder den finde. So. Boah, sind schon wieder voll, ey. Ich glaube, ich muss wieder verkaufen gehen, bevor ich mich an die Kühe ranwage. So. Ich glaube, wir haben 6, oder? Die Kartoffeln. Ja, reicht gerade noch bis Ende Monat. Also, mein Mayonnaise weg. Hasenpfote weg, Mayonnaise weg, das weg. Ja, dann war's auch schon wieder. Jetzt rennt das Schwein mir weg. Wieso rennt Schwein über die Rüssel oder was? Oder Schweinchen namens Babe. In erwachsener XXL-Version. So, Milch, Milch, Milch rein. Käse raus. Stoff raus. Trüffel rein, Öl raus. So. Dann wieder Käse, den wir wieder neu reintun können. Wir tun irgendwie mal alles veredeln jetzt. So. Sehr schön, das läuft. Okay, Abby ist da hinten. Hat sie aber echt was umgestellt gerade? Nö, fällt mir nichts auf. Das Geld stand ja vorhin schon da. Hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn sie echt was umgestellt hätte. Und der Klatsch hätte es auch gegeben. Nee, Scherz. Oh Mann. Ja, ja. Ja, ich bin echt gespannt, ob vielleicht das Jahr auch wieder was rauskommt, ähnliches Stardew Valley oder so, was mich auch Fun macht. Auf Langzeit gesehen. Ich habe auch mal angefangen, das andere Spiel zu spielen, was ja eigentlich
Vorbote war von Stardew Valley. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich habe es mal ein bisschen angetestet, mal kurz, ein bisschen für mich. Muss ich feststellen, dass halt die Mechaniken so extrem gleich sind. Oder sie ähnlich haut sind, dass ich umschlossen habe, dass ich das eigentlich als Let's Play machen werde. So, kurzen Schluck. Gut, okay. So, wir haben jetzt noch Gemüse, das wir noch einlegen können. Inno war ein Blumenkohl. Ja. Nur Blumenkohl. Dann gehen wir kurz mal hier rein. Und hier sind die ganzen Preiselbeeren reif. Ach du Kacke. So. Jetzt ist die Frage. Tu eine Kiste automatisch einen Strauch abbauen? Das ist echt die Frage. Man könnte da echt was automatisieren dann, wenn das so gehen würde. Wenn hier mal was reif sein wird, werde ich dann mal eine Kiste daneben bauen, auch zum Schauen, was dann passiert. Wenn da mal was reif sein würde. So, Kaffee, olé olé. Sternfrucht, Wein. Normaler Wein, so zu. Boah, das wäre krass, wenn ich den weggeworfen. So, jetzt habe ich nur Platz. So. Okay. Ist fertig, ja auch nicht. Ja auch nicht. Hier ist das fertig. Und hier, sehr gut. Und wir haben heute Sonntag, das heißt, die Zigeunen sind auch da. Nur ich habe vor das Inventar, das heißt, wir gehen besser nicht hin, sonst kaufe ich wieder was, wenn ich hier los wäre. Also mal den ganzen Kopf mal verkaufen. So, hier ist ein Sina 3.1, 3.1, 2.3. Den verkaufen wir. Der ist nur billiger Fusel. Dem können wir eh nichts anfangen. So, jetzt habe ich noch Blumenkohl, den Wein, ist für den Weinkeller gedacht. Die werde ich hier bestimmt wegmachen, die Fässer. Wenn sie dann mal ready sind, zum Wegmachen. Wir haben 4 Weine. So. Ich bin gespannt, ob die Weine überhaupt hier fertig werden. Ah, jetzt habt ihr. Schau mal, so sehen wir, dass das Ganze aussieht. Silber, Gold. Ich glaube, wenn es episch ist, sind sie dann zu Ende gereift. Sie sind eigentlich alle schon ziemlich weit hier. Also können wir gespannt sein, wann die dann schlussendlich wirklich fertig sind. Die sind ohne gar nichts. Ach du Scheiße. Die gehen noch ewig. Ja gut, so soll es sein. Okay, gut. So, wir haben noch Blumenkohl im Inventar drin. Und selbst da, ich müsste daraus noch mehr Dinge aufbauen. Aber wir es können. Haben wir viel. Hier, der läuft raus. Läuft da rein. Zack, zack. So.
Ja. Das war wirklich super. Gab kein besser Ort, um sowas hinzubauen. So. Habe ich schon Holz bisschen. Ja, genau, sehr gut. Und Kohle auch ziemlich abgenommen. So, ich würde sagen. Sachen teuren Wein noch. Oh. Können wir hier die Fläche noch ausbauen? So, ich habe gerade heute einen Kommentar geschrieben vom Schwarm, dass seine Farm eine riesige Asphaltwiese ist. Und ja, wenn man so macht mit diesen Steinen hier, wird es einfach automatisch zum Asphalt Ding. Weil man hat wirklich nur noch Stein und dann Acker, Stein, Acker hat. Aber ich habe übrigens hier noch ein bisschen Grasflächen oder so. Habe ich schon nicht zugebaut. Jemanden. Haben noch Batterien. Also wir könnten also sogar noch weitere bauen. Warte mal, was brauchen wir für 3 Diamanten? Dich. Gut, schauen, was brauchen wir für die Dinge noch? Ah, Goldbahn, da war ja was. Und jetzt fehlt uns 5 Goldbahnen. Ist ja auch gestohlen, ey. 5 Stück, sonst hat's den noch, oder? Okay. So, weitere Bienenstöcke brauche ich noch. Eisen und Ahornsirup. Und die soll ich bei sein haben. Ahornsirup. So, Eisen. Okay. Bauen noch ein bisschen paar, noch ein paar auf. Machen riesen Inka Dorf. So. Ich denke, mir wird das erste, mir wahrscheinlich das Holz ausgehen. Weil die ganzen Bienenhäuser brauchen echt extrem viel Holz halt auch. Mal schauen, wir werden sehen. Okay, wenn es so weitergeht, geht uns tatsächlich zuerst, Moment mal, weg da. Zuerst, das Sirup aus. Okay. Krass, wie viel wir bauen können. Ja, gut. Okay, uns ging das gleich der Ahornsirup zuerst aus. Okay, wir haben aber noch Ahornsirup. Ist die Frage halt, wie viele Bienenhäuser wir bauen können noch. Und zwar hier oben. Einer, zwei, drei, vier. Das ist das Falsche. Was ist das Richtige? Aha. Okay, dann haben wir drin. Drin haben wir auch noch. Bei unserer Farm hier. Ah, hier sind viele drin. Und die haben gar keinen Zapfhahn drin. Okay, wo drauf? Kann ich dann einen bauen per Zufall? Kupferbahn habe ich keinen dabei. Gut. So viel dazu.
Oh, ich sehe schon die Folge schon wieder zu Ende. Gut, werde ich auch gleich mal beenden. Und ich werde auch nachher gleich den Tag auch beenden. Also, wie ein bisschen Säcke machen können, sonst fehlt uns Holz. Ja, gut, okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge von Stardew Valley. Bis dann, bye bye. Moment. Heute Tag beenden. Wir gehen dann morgen noch zu, morgen dann wieder Holz kaufen. Okay. Ich bin noch kurz einen Tag und den Namen ist noch richtig gesehen. Ich das Diamant verkaufe ich jetzt hier. So, okay. Aber jetzt wirklich Ende des Tages mit der Übersicht. Bis dann. Und gute Nacht. So. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.